So, willkommen zurück bei Tomb Raider Legend, meinem ersten Let's Play. Und wir sind zurück aus der Pause sozusagen. Jetzt springen wir einfach mal von der Kante hoch auf diesen Baumstamm, um hier weiterzukommen. Und können jetzt das Objekt, was wir vorhin gescannt haben, mit unserem Magnethaken greifen und ziehen. Und jetzt kommen auch gleich wieder zwei dumme Gegner, die uns natürlich auch den Rücken zudrehen. Ich schwör's dir. Und dann? Ist er dann rumgesprungen? Nein, er tanzte herum. Schreiend und brüllend und so. Echt? Dem hätte ich in den Arsch getreten. Wie gesagt, die drehen sich auch nicht zu einem um. Hier haben wir die sogenannte Zeitlupe, die ich gerade nicht richtig aktiviert habe. Jetzt habe ich sie aktiviert. Wenn wir dann auf die Gegner draufspringen, können wir sie so in Zeitlupe töten. Die Gegner verschwinden nach der Zeit. Das Rating des Spiels ist 16. Auch schon, wie ich finde, etwas unberechtigt, aber ich möchte hier jetzt auch keine USK-Debatten lostreten. Hier sehen wir schön die wirklich gut gemachten Wassereffekte in diesem Spiel. Auch durch die Next-Gen-Erhalte, die ich auf dem PC aktivieren kann. Hier auch, wenn wir hier nicht schnell drüber klettern, dann stürzt das bekannte ein. Und wir fallen mit runter. Was an der Stelle nicht schlimm ist, ist nicht so hoch. Hat man auch gerade ein wenig die Schwächen in dem Spiel gesehen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gleich auch sieht. Nein, jetzt gerade nicht. Weil wenn man mit Gamepad oder sowas spielt, Lara muss sich wirklich erst umdrehen und das entsprechende Sprungobjekt angesehen, damit man dann auch wirklich ranspringen kann. Ansonsten springt man schon mal teilweise dran vorbei. Das ist recht nervig. Wenn man dann teilweise wirklich dreimal rennen muss, bis man es geschafft hat. Wenn man mit Gamepad zockt, ist die Kamera manchmal auch an unmöglichen Positionen. Aber das sind wirklich die kleinsten Probleme im Spiel. Und da sind wir zu hoch gesprungen. Da habe ich wohl doch Lara zu viel abgelangt. Aber ist nicht schlimm. Wir laden kurz. Wir laden kurz. Und da sind wir wieder da. Wir sind an einem Kontrollpunkt. Müssen jetzt allerdings nochmal das Item einsammeln. Es gibt ja Spiele, da wird das Item dann eingefangen, gesammelt. Was hier jetzt nicht der Fall ist. Ah, nicht so schlimm. Diesmal machen wir es richtig. Wir handeln uns einfach runter. So. Hier auch schön hinter dem Wasserfall. Das sieht vielleicht doch ein bisschen billig aus, aber man muss bedenken, das Spiel ist auch nicht mehr das Neueste. Man sieht, die Stangen biegen sich schon deutlich durch. In späteren Leveln knicken die dann sogar ab. Und hier haben wir jetzt wieder einen Gegner. Oh, und da war er schon tot. Das ging schnell. Hier sehen wir nochmal auf die Aussicht. Die ist wirklich gut gelungen, finde ich. Man sieht auch, Lara glänzt ein wenig. Sprich, sie ist nass geworden. Sieht alles ganz gut aus. Hier haben wir jetzt wieder ein kleines Info. Wenn wir springen und dieses Symbol oben erscheint, das Runde, können wir uns mit dem Haken dran festsammeln, hangeln und dann so drüber gelangen. Das ist eine ganz praktische Sache, kommt auch häufiger im Spiel vor. So, gleich kommt der erste richtig große Angriff von Gegnern. Wirklich viele Gegner kommen gleich auf uns zu. Und dazu noch eine Zwischensequenz, also viel Spaß bei dieser. Nicht wunderschön? Ich glaube, ich habe mich verletzt. Das sagst du doch zu allen Ruinen. Tja, so bin ich nun mal. Und hier kommen die verdammten Touris und Verdermals. Deine Kamera erfasst keine so kleinen Details. Was siehst du? Bewaffnete Männer. Allem Anschein nach Söldner. Natürlich Söldner. Was suchen die hier? Man sieht, hier sind wirklich viele Gegner jetzt. Vermutlich Ärger. Ärger mit uns? Man sieht jetzt hier dieses schöne Ausrufesymbol. Das heißt, wir können entweder mit E diese Objekte anfassen oder, wie ich es gerne mache, wir schießen einfach drauf. Was gerade nicht funktioniert, dann nehmen wir doch E. Und jetzt hat es funktioniert. Damit sind die beiden Gegner unten doch schon mal platt. Unsere Hauptwaffe hat übrigens unendlich viel Muni. Sprich, an unserer Hauptwaffe geht uns die Munition nicht so schnell aus. Die Gegner sind auch im Mittel wirklich nicht wirklich schwer zu besiegen, wenn man sich ein bisschen hin und her bewegt. Ja, das ist teilweise doch recht nervig. Man steht vor dem Objekt und sie sammelt es nicht ein. Aber ist nicht so tragisch. Medipacks dagegen sammelt sie automatisch ein. Genauso wie Waffen.
Munition, wenn man sie einmal eingesammelt hat. Wir könnten jetzt mehrere Wege gehen. Es gibt hier zwei Wege. Ich gehe mal ganz gerne diesen Weg hier. Weil da noch ein Gegner kommt, den wir schön abschießen können. Wir haben auch die guten alten Nahkampfattacken. Sprich, wir können mit E auch die Leute angreifen. Und jetzt haben wir uns gerade versprungen. Aber das ist nicht so tragisch. Wir laufen einfach nochmal an. Und klettern an der Liane hoch, um an dieser Stelle hier weiterzukommen. Wie gesagt, momentan sind es noch nicht so schwierige Rätsel. Ich habe da hinten gerade noch ein Objekt blinken sehen. Das können wir aber auch nachher noch einsammeln. Hier auch sehr schön. Es gibt hier Autovisieren, sprich also eigentlich reicht es, auf die Gegner zuzulaufen und zu schießen. Hier sehen wir jetzt auf dem Boden, da sehen wir auf dem Boden eine Waffe liegen. Die können wir mit E aufsammeln. Jetzt haben wir ein Maschinengewehr. Schießt sehr schnell, fix. Ich sammle aber immer ganz gerne diese Waffen hier auf. Die sind durchschlagskräftiger und haben auch eine schöne Zielanvisierung. Wie gesagt, man sieht immer so ein bisschen die Waffen glänzen. Das heißt, wir müssen einfach bloß drüber laufen. Oh, da haben wir einen Gegner übersehen. Oh, knappe Sache. Wo kam der jetzt her? Alles natürlich durchgerendert. Die schießen auch nicht vorher auf einen, bevor man auch in ihrer Nähe ist. So, wo war jetzt hier das Objekt? Da hinten läuft es. So. Nun, noch einmal den Weg zurück. Hier ist noch eine Waffe, aber das ist die andere, die wir gerade nicht brauchen. Es gibt verschiedene Waffen im Spiel. Man bekommt später auch noch Shotguns, Granaten, Granatenwerfer auch. Dann eben diese Maschinenpistolen, die kleinen Maschinenpistolen. Und ganz zum Schluss bekommt man auch noch ein magisches Schwert, Excalibur. Das ganze Spiel spielt sich nämlich eigentlich um König Arthurs ab, Ritter der Tafelrunde, eigentlich mehr um Excalibur. Ja, man sieht, wir haben alle Gegner besiegt. Jetzt sammle ich noch ein Item ein, das ist hier versteckt in der Treppe. Da hinter der Wand hat sich's versteckt. Gibt in dem Fall auch verschiedene... Na komm, ah, da haben wir's schon. Es gibt verschiedene Artefakte, Silber, Gold und Bronze. Die Bronze sind natürlich am leichtesten zu finden, sind auch die meisten, danach kommt Silber. Und Gold sind ganz schwierig, davon gibt es nur eins pro Level. Wenn man weiß, wo sie sind, sind aber eigentlich alle Münzen einfach zu finden. Und da sind gerade welche in eine Falle geraten. Gut, dass wir jetzt wissen, dass da eine Falle ist, dadurch können wir sie leichter einsammeln. Das Gute hieran ist auch, die Leute haben ihre Waffen fallen lassen, wir können sie gleich einsammeln. Ganz praktisch. So, hier sieht man jetzt die Falle. Da oben ist, leuchtet wieder was. Wir gehen mal ein Stück ran. Da sieht man die Falle. Spitze Drähte. Wir haben noch ein wenig Zeit, das heißt, wir klettern jetzt noch schnell durch. Und sind wir durch. Schön, dass du es geschafft hast. Tja, wer kann, der kann. Auch ganz typisch, diese Stangen jetzt hier, oder in dem Fall sind es Ketten. Kommen ganz viel im Spiel vor. Was ist das für ein Krempel? Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Die antiken Bäume. Die bewegen sich auch, das heißt, man muss auch teilweise ein bisschen schneller sein. Was jetzt hier noch nicht so das Problem ist. Aber später werden das dann wirklich problematisch. Wir können jetzt einfach hier runterfallen lassen. Kein Problem. Ich sagte runterfallen. So. Ja, jetzt sind wir in der Kleinkammer. Jetzt müssen wir uns durch dieses Gebilde hier durchkämpfen. Hier sieht man jetzt einen ersten Fluss, den wir durchtauchen müssen. Man sieht, links oben in der Ecke ist unsere Luftanzeige. Es gab hier auch irgendwo einen geheimen Item-Schatz. Da haben wir ihn. Ich weiß nicht, ist ein Bronze-Artefakt, soweit ich das jetzt erkennen kann. So, wir tauchen jetzt einfach noch ein bisschen durch. Und sehen dann auch gleich einen ersten tierischen Gegner. Es gibt in diesem Spiel mehrere Gegner. Menschen, Tiere. Später auch Geister. Der müsste jetzt sich eigentlich hier aufhalten. Sind aber an sich auch ganz einfach zu besiegen. Aber man muss sagen, sie sind teils ein wenig komplizierter als die Menschen, weil sie halten mehr durch. Es ist unglaublich, dass
Raubtiere Beute angreifen, die größer ist als sie. Schon seltsam. Und schade. So, jetzt kommen wir wieder zu einer Falle, einer sehr schicken. Schaffen wir das noch? Oh, da waren wir tot. Und mit diesem Ladescreen beenden wir jetzt auch erstmal den Part. Achten beim nächsten Mal besser auf die Falle. Also, bis gleich. Ciao.